Kennen Sie das auch? Du schaust in einem trostlosen Winter aus dem Fenster und denkst dir: Start spreading the news. I'm leaving today. Und auch sonst kannst du dich überhaupt nicht so für die Natur begeistern, außer wenn du vielleicht mal im exotischen Ausland bist und gehst draußen eher so rum. Guck dir doch die Scheiße hier mal an. Das ist ein Brei. Oh, da haben wir mal ein kleines Köttelchen zwischenliegen lassen. Geil. Boah, das ist ja richtig spektakulär hier. Der kackt in die Natur. Das machst du richtig. Immer kack rein, das hat's verdient. Guck doch mal hier, das schimmelt ja schon. Ah ne, es sind Steine. Hier, bestimmt wieder giftig, Alter. Ja, ich gehe schön mit meinem Kind in die Natur. Überall Massenvernichtungswaffen. Oh, guck mal, guck mal. Ein Baum. Das habe ich ja noch nie gesehen. Och, oh, guck mal, da drüben ist noch einer und noch 20 Milliarden Bäume. Überall die gleiche Scheiße. Scheiße ist ein gutes Stichwort. Guck dir das mal an. Literally Scheiße hier, auf der man läuft. Schleim, auf dem man laufen kann. Es ist so geil. Oh, guck mal. Zur Abwechslung ein ganz kleiner Baum. Hier, was ist das? Es ist einfach nur eine große Pfütze. Boah, guck mal, Natur. Schön. Schau doch mal, was die Natur für besondere Darreichungsform hat. Es ist so vielseitig. Wow! Komm, mein Kleiner, komm, richtig fetten Haufen. Wenn die Natur ach so schön ist, warum setzt man dann da so einen künstlichen Stein mitten rein, hä? Hätte man doch einfach einen Baumstumpf nehmen können. Ja, guck doch mal, wie bescheuert die sind, Alter. Ich habe einfach nur Dreck reingeworfen. Das ist doch das beste Beispiel dafür, dass Natur einfach nur dumm ist. Wow! Mal eine Hecke. Boah, die Natur ist so vielseitig, Alter. Hier, ein ganz kleiner Baum. Boah. Die Natur ist so inkompetent, man muss sie beim Wachsen unterstützen. Da Scheiße, da Schlamm. Da Scheiße, da Schlamm. Wow, gucke mal. Bei uns zu Hause kommt das aus der Leitung. Und hier liegt das einfach auf dem Boden rum. Guck dir doch mal diese ganzen Missgestalten an hier. Das ist doch Kontergan ist das. Guck dir das doch mal an. Kann der Klimawandel mal schneller machen und die ganze Scheiße hier abräumen oder was? Wissen Sie, was das Beste an diesen Bäumen ist? Dass die auch seitlich wachsen, kann man sich direkt dran aufknüpfen. Hier, zack. Das wird nicht. Oh, nicht mal da sitzen die Frauen, ne? Das ist doch literally eine Gülleanlage. Guck. Selbst die Scheißvögel sind zu dumm zum Fressen. Da muss man sie auch noch unterstützen. Wenn Natur so geil ist, warum stutzt man denn dann die Hecke hier? Hä? Warum lässt man die nicht einfach wuchern, wenn die Scheißnatur so wunderschön ist? Warum schneidet man das denn ab? Das ist doch so schön. Das ist halt literally so eine Scheiße hier wie im Wilden Westen, was da so durchs Bild flutscht, wenn da nichts geht. Weil hier nichts geht in der Natur. Diese ganzen Masochisten, die hier freiwillig durchlaufen. Oh ja, doch, das ist es. Oh, ich genieße das gerade richtig. Und so bunt wie das hier ist. Oh, geil, doch. Dann habe ich da für mich tatsächlich so einen kleinen winzigen Lifehack entdeckt. Und zwar, wenn man draußen die Szenerien sich betrachtet, mit dem Gedanken, wenn diese Welt jetzt so in mühevoller Kleinstarbeit in einem Videospiel erschaffen worden wäre. Wenn ich das mit diesen Augen sehe, dann denke ich auf einmal eher so. Jetzt schau dir das doch mal an. Sapperlot noch eins. Jetzt guck doch mal, wie das einfach ein Gemälde ist. Guck doch mal da, diese Aussicht. Wunderschön. Oh, guck doch mal, wie die natürliche Natur diese künstlichen Bauten der Menschheit umschmeichelt. So ein kleines süßes Puzzleteil. Es ist so schön. Man meint, er würde mit einem reden. Jeder einzelne Baum ist individuell. Es ist so wunderschön. Es ist ein Gemälde. Es ist ein großer Pinsel der Natur, der aus dem Boden kommt. Ein kleines Vögelchen, was auf Nahrungssuche ist. Das kriegt keine Engine so hin. Schau, die kleinen Äuglein. Ein
wunderschönes Panorama hier. Wenn man so richtig jeden einzelnen Grashalm sieht. Schauen Sie mal, man kann fast das Gras hier beobachten, wie es wächst. Wie die Natur sich die Erde zurückholt. Es ist so wunderschön. Alleine auf diesem winzigen Stück Erde, was da alles kreucht und fleucht. Es ist so wunderschön. Guck doch mal, wie da diese kleinen Kerne in diesem kleinen Zimmerchen wohnen. Schön ist das. Da kann ich mir richtig vorstellen, wie man hier so sitzt, sich da so die Natur anguckt, sich hier einen schönen Eimer baut und richtig einen wegblubbert. Die Texturen, die ganzen Details hier, da kann man ganz nah ran und sieht ja hier jedes einzelne kleine Pitzelchen. Das ist so schön. Diese Animationen, guck doch mal, wie sauber in über 60 Frames. Und jede einzelne ist individuell. Diese Textur und die Haptik und das Einzige, was man da voraussetzt, ja, der Technik, das riecht auch noch gut. Junge Frau, riechen Sie doch mal. Das riecht auch noch. Das riecht. Riechen Sie mal. Ist das nicht ein Wunder? Ja. Komm, füttern. Ist mir aus der Hand. Oh, ist echt mies.